Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wenn du ganz neu hier bist, ich bin Sandra und heute analysieren wir super schnell gesprochenes Spanisch. Ich habe wieder einen neuen Radioausschnitt. Es sind die Nachrichten. Und wie immer möchte ich vorweg sagen, dass die schnelle Geschwindigkeit nur irgendwie zu bewältigen ist, wenn wir die Vokabeln kennen und die Grammatik kennen. Es geht also heute hier in diesem Video darum, unser Gehör an diese rasante Geschwindigkeit zu gewöhnen. Und wie immer machen wir das, wir fangen extrem an. Wir hören uns jetzt erstmal den Nachrichtenausschnitt bei normaler Geschwindigkeit an. Ich möchte nichts vorweg sagen. Und dann gehe ich kläre ein paar Punkte. Wir sehen es dann ganz schnell, wir sehen es dann weniger schnell, wir sehen es mit Untertitel, ohne Untertitel. Wir machen das, wir erarbeiten uns das so sehr, dass ihr überrascht sein werdet, wie viel ihr im Endeffekt versteht. Natürlich, der Einwurf ist berechtigt. In einem normalen Gespräch können wir das Gespräch nicht 10-mal ablaufen lassen. Darum geht es mir aber nicht. Mir geht es hier um das reine Training. Es ist reines Training. Es ist also nicht eine realistische Situation. Wie gesagt, die Vokabeln, die Grammatik muss sitzen. Es geht also nur um die Geschwindigkeit. Im Vorfeld möchte ich eigentlich gar nichts sagen. Das wäre eigentlich die beste Ausgangssituation. Im heutigen Video habe ich mich aber entschieden, euch zwei Punkte zu sagen. Idealerweise sage ich, bevor ich den Radioausschnitt laufen lasse, sage ich absolut gar nichts. Hier aber aus Fairnessgründen wollte ich etwas erwähnen, was mit der Geografie Spaniens zu tun hat, weil auch ich damit ein bisschen geschleudert hatte. Es geht um die Kenntnis, dass es in Spanien eine Stadt gibt, die Ávila heißt. Wie immer bei dem Buchstaben V oder B kann man das nicht unser Gehör das nicht unterscheiden. Ávila wird mit V geschrieben. Es ist nicht nur eine Stadt, es ist auch eine Provinz mit der Hauptstadt Ávila. So, die Stadt Ávila hat das Adjektiv für avilanisch. Ich kann es auf Deutsch also nicht übersetzen. Das ist so, als ob wir München haben und Münchner, Frankfurt, Frankfurter, Berlin, Berliner, die Berliner Gemeinde, die Frankfurter Gemeinde. Und das wird auch in unseren Nachrichten erwähnt. Es wird die Gemeinde in Ávila erwähnt, der Ort, der heißt, kannte ich nicht, musste ich nachschlagen, deswegen wollte ich euch diese zwei Informationen geben. Der heißt Cebreros. Weil diese Information gleich am Anfang kommt und ich möchte nicht, dass ihr euch da zu sehr wundert. Seht darüber hinweg, wir besprechen das danach. Ich lasse jetzt diesen Radioausschnitt, die Nachrichten von heute, einmal kurz laufen. Das ist ungefähr eine Minute. Und ihr schätzt euch selber ein. Wie viel habt ihr davon verstanden? 0 ist gar nichts, 10 ist alles. Los geht's, merkt euch eure Zahl. Wie viel habt ihr verstanden? Son las 7, las 6 en Canarias. La localidad avilesa de Cebreros continúa en vilo por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas. El incendio se ha desatado con gran virulencia y avanza ladera arriba. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Más de una decena de medios aéreos de 3 comunidades distintas se encuentran trabajando en la zona. ¿Cómo viven los vecinos este avance del fuego? Pues imagínate, con total incertidumbre, es lo que nos cuenta en COPE Hugo. Es el dueño de uno de los bares del municipio y denunciaba una mayor coordinación para sofocar el fuego. También seguimos pendientes de los fuegos de Galicia o Andalucía. En esta última comunidad, el fuego de la Sierra de Mijas continúa avanzando sin control. Un incendio que ya ha calcinado cerca de 2.000 hectáreas y que está provocando daños directos a los animales que viven en la zona. Para ello, algunos voluntarios han organizado grupos en los que se unen para buscar ayuda y donativos, tanto animales silvestres como ganados. Andrés Cardenete es uno de los voluntarios que comenzaron esta iniciativa. Ya son casi 30 personas las que se han unido a este grupo y cada vez se van sumando más. So, legen wir los. Gucken uns ein paar Vokabeln an, nochmal zur Klärung. Ich liebe auch Grammatikerklärungen. Und wenn dir so eine Art von Unterricht gefällt, wenn dir das lebensnah und auch irgendwie
nützlich erscheint, like, abonniere, schreib mir was in die Kommentare und dann mache ich mehr solcher Videos. Es geht los mit Son las 7, las 6 en Canarias. Son las 7, las 6 en Canarias. Natürlich, bei Nachrichten ist es üblich, dass wir als erstes die Uhrzeit hören. Und im spanischen Radio hören wir immer zwei Uhrzeiten, weil es zwei Zeitzonen gibt. Es gibt das Festland mit den Balearischen Inseln und dann gibt es noch die Kanaren, die eine andere Zeitzone haben. Deswegen bei einer Radiodurchsage bezüglich der Uhrzeit hören wir immer zwei verschiedene Uhrzeiten. Jetzt reden wir von einem Ort, der in der Provinz Ávila liegt. Wir haben jetzt also ein anderes Wort für Stadt. Es ist Localidad, das heißt Ort, Ortschaft. Und der Ort heißt Cerebros, der in der Provinz Ávila liegt. Und das Adjektiv zu Ávila ist Avilesa. Also in der Avilesa-Ortschaft, der Ort Cerebros. La localidad avilesa de Cerebros. Continúa en vilo. Continúa ist weiterhin sein. En vilo ist ein fester Ausdruck. Ganz offiziell würde man so gar nicht in der Umgangssprache benutzen. Habe ich noch nie gesprochen, irgendwie gehört im Gespräch. Continuar en vilo ist weiterhin im Ungewissen, ist weiterhin in der Schwebe. Continúa en vilo. Por el fuego. Por ist der Grund, wegen des Feuers. Und jetzt haben wir hier das Verb llevar mit Grundium von extenderse. Extenderse, reflexiv, sich ausbreiten. Llevar mit Grundium ist Zeitdauer. Das andauert, sich auszubreiten. Por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas. In den letzten Stunden. Später setzen wir das mal in etwas bessere Deutsch. Gehen wir zum nächsten Satz. El incendio se ha desatado con gran virulencia. Unser nächstes Verb, desatarse, heißt sowas wie auflösen von einem, wenn wir von einem Knoten reden, oder losbrechen, ausbrechen, wenn wir hier vom Feuer sprechen. Und natürlich sprechen wir hier vom Feuer. Das Wort Feuer hatten wir schon als Fuego. Wir haben jetzt hier aber Incendio, was noch typischer ist, wenn wir von Bränden sprechen. Der Brand, der Waldbrand ist ausgebrochen. Und danach haben wir wieder einen Ausdruck con gran virulencia, mit großer Heftigkeit. Es ist auch wieder eine Sprache, die wir nicht im täglichen Leben benutzen. Das ist die Nachrichtensprache. Y avanza ladera arriba. Y avanza ladera arriba. Bevor ich jetzt hier weiter erkläre, ich möchte es euch nochmal richtig ganz klar sagen, damit ihr nicht frustriert seid. Das ist das Allerschwierigste, das höchste Niveau, was ihr jemals auf Spanisch antreffen könnt. Es ist nicht nur eine hohe Stufe des Ausdrucks, weil es die Nachrichten sind. Es kommt auch noch die Geschwindigkeit hinzu und es kommen noch Hintergrundgeräusche hinzu. Und dieser Sprecher persönlich hat zwei Eigenarten, die es noch schwieriger machen zu verstehen. Also lasst euch nicht frustrieren. Nehmt dieses Video als Übung, aber nehmt es nicht zu ernst. Nehmt es nicht zu ernst, um euch einzustufen, oh mein Gott, wie viel kann ich verstehen. Es ist das Schwierigste überhaupt, was es gibt, was wir heute machen. Okay? Und deswegen haben wir auch so viele komische Ausdrücke. Jetzt haben wir hier Ladera. Ladera ist der Hang, der Abhang. Arriba ist hoch. Das geht den Hang hoch. Unser Verb ist avanzar oder avanzar. Das ist sich ausbreiten. Das Feuer mit großer Wucht und Heftigkeit breitet sich aus den Hang hinauf. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. So, unser Verb ist hier declarar. Imperfekt.
und das se davor. Das se ist hier aber nicht reflexiv, sondern wir haben hier die dritte Person Singular. Und wenn wir das mit dem se kombinieren, haben wir den Ausdruck Mann. So wie wir das kennen von se vende, man verkauft. Se habla, man spricht. Das haben wir jetzt im Perfekt. Se ha declarado. Nivel 1, Stufe, Alarmstufe 1. Peligrosidad, haben wir Peligro. Die Gefahr, Stufe 1. Hat sich deklariert, angekündigt. Ich habe geguckt, kein prima deutsches Wort gefunden. Es wurde die Alarmstufe 1. Gegeben. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Weiter geht's. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido ser cortadas. Super toller Satz. Weil hier haben wir ein Passiv und Passiv haben wir nie. Nur in den Nachrichten manchmal. Además, außerdem affektiert es, also es berührt schon, es greift schon verschiedene Landstraßen an, breitet sich aus, auch es geht rüber zu den Landstraßen des Ortes. Lugar ist Ort. Und jetzt wird's toll. Wir haben jetzt hier Passiv, was gebildet wird mit einer Form von ser und dem Adjektiv. Wenn ich sage, es ist geschnitten, dann würde ich sagen, está cortado. Ich beziehe mich auf carreteras, es ist weiblich, und im Plural, están cortadas. Die sind geschnitten im Sinne von abgeschnitten. Das macht man mit estar. Estar plus cortadas. Hier haben wir es aber mit ser. Kommt ganz selten vor. Wenn wir ser jetzt verbinden mit cortado oder in unserem Fall cortadas, dann ist es nicht mehr ist oder sind abgeschnitten, sondern wurden abgeschnitten. Jemand hat sie also gesperrt. Die sind schon gesperrt, die sind schon abgeschnitten, nicht mehr befahrbar. Und wir haben hier tenido, han tenido. Das ist ja das Perfekt von tiene. Mussten abgeschnitten, mussten abgesperrt werden. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Son las 7, las 6 en Canarias. La localidad avilesa de Cebreros continúa en vilo por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas. El incendio se ha desatado con gran virulencia y avanza ladera arriba. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Son las 7, las 6 en Canarias. La localidad avilesa de Cebreros continúa en vilo por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas. El incendio se ha desatado con gran virulencia y avanza ladera arriba. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Son las 7, las 6 en Canarias. La localidad avilesa de Cebreros continúa en vilo por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas. El incendio se ha desatado con gran virulencia y avanza ladera arriba. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Weiter im Text. Más de una docena. Docena, das Wort habe ich gelernt, das ist ein Dutzend. Beim Eierkauf. Man kauft meistens eine docena de huevos. Und man kann auch ein bisschen Fantasie, sieht man auch Dutzend und Docena, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist. Und da wir hier die Zahl 1 haben, una docena, habe ich más de una. Normalerweise ist es ja más que, mehr als. Es sei denn, anschließend kommt eine Zahl, dann wird es zu de, más de una docena, mehr als ein Dutzend. Medios aéreos. Medio kann ganz viel heißen. Medio heißt halb, es heißt aber auch Mittel. Und hier ist es eine verkürzte Form des Ausdruckes Verkehrsmittel. Medio,
De transporte, was für ein Verkehrsmittel? Aereo, Luft. Ich stelle mir Flieger vor, ich stelle mir Helikopter vor, gleich kommt noch kurz ein Helikoptergeräusch. Also mehr als ein Dutzend Flieger, Flugzeuge von drei Bezirken, aus drei verschiedenen Bezirken. Más de una decena de medios aéreos de tres comunidades distintas. Und hier habe ich jetzt eine neue Gerundiumkombination gefunden. Ich dachte, ich hätte sie schon alle gesehen. Hier haben wir das Verb encontrarse plus gerundium, trabajando, arbeitend. Befinden sich. Encontrar heißt ja finden. Encontrarse ist sich befinden. Befinden sich arbeitend in dieser Zone. Toll. Más de una decena de medios aéreos de tres comunidades distintas se encuentran trabajando en la zona. Als Frage jetzt, ¿cómo viven los vecinos? ¿Wie leben die Anwohner? ¿Wie leben die Anwohner dieses Fortschreiten? Wie erleben? Ne? Leben passt ja nicht, sondern wie erleben die Anwohner dieses Fortschreiten des Feuers? Pues, was heißt pues? Pues heißt nun. Nun ist ein Füllwort. Nun, imagínate. Hier haben wir Befehlsform an eine Person gerichtet. Stell dir vor. Wir würden vielleicht sagen, du kannst dir ja vorstellen. Nun kannst du dir vorstellen. ¿Cómo viven los vecinos este avance del fuego? Pues imagínate. Con total incertidumbre, mit totaler Ungewissheit. Und guck mal, werden wir gleich merken, wo der Sprecher hier eine Pause macht. Er sagt, imagínate con total Pause. Hat er dann Punkt gesetzt? Nein, er macht einfach mal eine Pause und sagt dann incertidumbre, senkt dann aber nicht seine Stimme, wie wir das auf Deutsch machen müssen. Wenn ein Punkt ist, wurde uns immer geraten, die Stimme zu senken, sondern er macht, die Tonlage geht weiter. Du hörst als Deutscher nicht das Satzende oder als deutschsprachiger Mensch. Du hörst nicht das Satzende, weil der Sprecher, das ist auch übrigens typisch Spanisch, wenn ein Punkt kommt, wird nicht unbedingt die Stimme gesenkt. Als ich früher noch mexikanische Schüler hatte, die bei mir Deutsch gelernt haben, wenn Sie was lesen sollten, der deutsche Text klang nicht gut, wenn ein Mexikaner, der sehr gut Deutsch sprechen konnte, gelesen hat, weil er einfach die Stimme nicht senkt, wenn wir einen Punkt machen. Ich ging dann nach Hause. Ich höre schon Punkt. Er hat dann weitergelesen. Ich ging dann nach Hause. Meine Mutter sagte, das ging einfach so weiter. Es ist keine Stimmensenken. Also das ist die Schwierigkeit, wenn ihr so etwas hört. Was wir erwarten, unbewusst, dass ein Punkt irgendwo hörbar ist, weil die Stimme senkt, ist nicht unbedingt auf Spanisch so. Die Sätze können durchgehen und du musst nur vom Sinn her erraten, dass da gerade ein Punkt war. Und hinzu kommt, dass der Sprecher hier hat hier Pausen mit einem Satz, wo du als deutscher Muttersprachler denkst, ups, hier ist auch mal ein Satz zu Ende. Nein, immer wo der Sprecher eine Pause machte, war kein Satzende. Con total incertidumbre. Gehen wir weiter. Hier muss ich hinzu sagen, dass der Radiosender COPE heißt, COPE. Und ihr könnt das auch googeln, beziehungsweise die haben eine Webseite, wo ihr Live-Radio-Nachrichten hören könnt. Das ist über ganz Spanien und es sind auch gewisse kleine Artikel dabei. Ist ganz interessant. Und man muss es aber wissen, sonst versteht man es nicht. Der Radiosender heißt COPE. Und der Mann sagt, unser Sprecher sagt, es lo que nos cuenta en COPE, hier in unserer Radiostation. Hugo. Auch nicht leicht zu verstehen. Hugo. Der Männername Hugo, den wir mit H kennen, ist natürlich auf Spanisch Hugo. Und cuenta ist von contar. Musste ich mich selbst auch jahrelang daran erinnern, dass Contar nicht nur zählen ist, sondern auch erzählen. Das ist, was uns hier in Pacope Hugo erzählt. Es lo que nos cuenta en COPE, Hugo.
Él es el dueño de uno de los bares del municipio. Él es el Besitzer einer der Bars hier in der Gemeinde. Es el dueño de uno de los bares del municipio. Und wahnsinnig interessant, was jetzt kommt. Y denunciaba una mayor coordinación para sofocar el fuego. Was ich hier so außergewöhnlich finde, ist das Verb denunciar, anzeigen, im Imperfekt. Alle, die wir uns mit der Vergangenheit und den verschiedenen Regeln rumgequält haben oder rumquälen, die größte Frage ist immer indefinido oder imperfekt. Was ist die Hauptregel? Was wird uns als allererstes erklärt? Indefinido ist eine einmalige Handlung und abgeschlossen. Imperfekt ist Beschreibung, ist Wiederholung, es ist andauernd. Montags ging ich immer Tennis spielen, dann nehmen wir imperfekt. Hier aber von dem denunciar, anzeigen, Hugo hat das wohl in der Vergangenheit vor kurzem angezeigt. Aber der Sprecher nimmt denunciar, aber er nimmt das imperfekt. Entweder heißt das, dass Hugo mehrmals zur Polizei und zur Feuerwehr gegangen ist, darum denunciaba, Wiederholung, oder nein, Hugo hat ja nicht das Feuer angezeigt, sondern die Koordination des Löschens. Also ich kann jetzt mich nur in den Kopf des Radiosprechers reinbegeben und sagen, er will hier was beschreiben, es ist aber völlig regelbrüchig, hier denunciaba imperfekt zu nehmen, weil wir entweder perfekt nehmen würden, a denunciado o denuncio, aber hier auf imperfekt zu gehen, total ungewöhnlich und auch irgendwie toll, weil ich das immer zu meinen Schülern sage, die sich so den Kopf darüber zerbrechen, indefinido oder imperfekt, und ich sage immer, du kannst fast nicht falsch legen. Jede Wahl ist irgendwo vertretbar. Wenn du indefinido nimmst, betonst du mehr das Abgeschlossene. Wenn du imperfekt nimmst, betonst du mehr die Beschreibung. Und das ist hier ein ganz klasse Beispiel dafür. Sofocar ist normalerweise ersticken. Es ist aber, da wir vom Feuer sprechen, ist es löschen. Y denunciaba una mayor coordinación para sofocar el fuego. Son las 7, las 6 en Canarias. La localidad avilesa de Cebreros continúa en vilo por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas. El incendio se ha desatado con gran virulencia y avanza ladera arriba. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Más de una decena de medios aéreos de 3 comunidades distintas se encuentran trabajando en la zona. ¿Cómo viven los vecinos este avance del fuego? Pues imagínate, con total incertidumbre. Es lo que nos cuenta en COPE Hugo. Es el dueño de uno de los bares del municipio y denunciaba una mayor coordinación para sofocar el fuego. Und weiter geht's. También seguimos pendientes de los fuegos de Galicia y Andalucía. Seguir. Weiterhin sein, seguimos, es ist die Wirrform, pendientes, wir sind weiterhin aufmerksam. Wir passen weiterhin auf. Wir achten weiterhin auf die Feuer in Galicien und Andalusien. En esta última comunidad, comunidad ist sowas wie... Ihr wisst ja, dass es in Spanien Unterteilungen gibt. In Deutschland heißen die Unterteilungen Bundesländer, in Spanien aber nicht. Da heißen sie Comunidades Autónomas, autonome Kommunen. Also wenn er hier von einer Comunidad redet, dann ist das das Gegenstück zu einem Bundesland. En esta última comunidad, in diesem letzten, also zuletzt erwähnten, weil er hat ja von Galicien gesprochen, jetzt redet er von Andalusien, in dem zuletzt erwähnten Bundesland Andalusien,
wird dann geografisch spezifischer en la Sierra de Mijas. Sierra ist das Gebirge, Mijas ist ein Ort in der Provinz Malaga. Es ist genau zwischen Malaga Hauptstadt und Marbella. Ich habe über 10 Jahre in Mijas gewohnt, ich kenne das sehr gut. Und da sagt er, continúa avanzando sin control. Continúa, weiterhin sein. Avanzando ist vorwärtsgehend, im Grundium, ohne Kontrolle. También seguimos pendientes de los fuegos de Galicia o Andalucía. En esta última comunidad, el fuego de la Sierra de Mijas continúa avanzando sin control. So, im nächsten Satz ein komisches Verb. Calcinar, das heißt zu Asche verbrennen. Solche Wörter lernt man nur, wenn es aktuell ist. Dein normales Vokabular, dein normaler Wortschatz hat niemals Calcinar. Wenn wir uns aber über Waldbrände unterhalten, lernt man solche speziellen Wörter. Wird es vielleicht relevant? Calcinar, zu Asche verbrennen, niederbrennen. Der nächste Satz handelt davon, dass mehr als 2000 Hektar schon niedergebrannt sind. Hektar kann man auch noch ungefähr erkennen. Bisschen im Plural. Das H wird nicht mitgesprochen. Hektarias sind abgebrannt. Und ein traditionelles Grundium mit Estar. Es ist dabei zu sein. Provozieren, verursachen. Schaden zu verursachen. In der Tierwelt, bei den Tieren, die in dieser Zone leben. Por un incendio que ya ha calcinado cerca de 2000 hectáreas y que está provocando daños directos a los animales que viven en la zona. Der nächste Satzanfang ist grammatikalisch sehr wichtig, weil wir hier para ello haben. Und ich habe lange nicht gewusst, wo jetzt ello einzuordnen ist, bis ich verstanden hatte, dass unser lo heißt ja es, es ist also irgendein Objekt, lo. Das lo nach einer Präposition, und para ist ja eine Präposition, gibt es nicht. Du kannst nicht sagen, für das para lo gibt es nicht. Das lo nach einer Präposition wird zu ello. Das heißt, para ello. Por ello. Sin ello. Was gibt es noch für Präpositionen? Con ello. Damit will ich sagen, dass con ello quiero decir bla bla bla. Also unser lo hinter einer Präposition wird zu ello. Para ello. Dafür. Algunos voluntarios sind einige Freiwillige, die Gruppen organisieren, die sich zusammentun, unirse, sich zusammentun, um Hilfe und Spenden zu organisieren. Sowohl für die Wildtiere als auch für die Nutztiere. Und das fand ich auch immer, irgendwie ist das ein klasse Wort, silvestre. Silvestre heißt wild. Wild im Sinne von nicht gezähmt. Also es können auch wilde Beeren sein, wilde Pflanzen oder wilde Tiere. Es ist Silvestre. Und das hat mich an unser Silvester erinnert und habe ich immer gedacht, wie passt das bloß zusammen? Para ello, algunos voluntarios han organizado grupos en los que se unen para buscar ayuda y donativos tanto animales silvestres como ganados. Para ello, algunos voluntarios han organizado grupos en los que se unen para buscar ayuda y donativos tanto animales silvestres como ganados. So, und dann wird ein Freiwilliger mit Namen erwähnt, Andrés Cardenete. Das muss man auch wissen, den Namen muss man können oder kennen, um es zu verstehen. Er ist einer der Freiwilligen, der angefangen hat, diese Initiative ins Leben zu rufen. Ya son casi 30 personas las que es sind schon fast 30 Menschen, las que, die. Auch eine Schwierigkeit,
dass wir das ja mit zwei Wörtern ausdrücken. Ne? Die, las, wegen las personas, die, die. Auf Deutsch klingt ja vielleicht auch komisch, die, die. Und die haben wir las que se han unido. Also wieder das Verb unirse, se ist davor, es würde daraus ein Perfekt, se han unido. Danach brauchen wir die Präposition a, a ist der Grupo, dieser Gruppe angeschlossen. Y cada vez se van sumando más. Schon wieder ein Gerundium. Ich habe gar nicht die ganzen Gerundien hier gezählt, aber es sind einige. Gerundium sage ich ja oft, wenn wir 40% mehr Gerundium nehmen würden, beim Spanisch sprechen, würden wir schon besser klingen. Gerundium wird ganz viel benutzt und selbst hier auch bei den Nachrichten extrem viel. Hier haben wir die Gerundiumsform sumando von sumar, hinzufügen, hinzutun, nach ir, van sumando. Das ist die Bewegung, es wird immer mehr, fügen sich dazu und es werden immer mehr. Andrés Cardenete es uno de los voluntarios que comenzaron esta iniciativa. Ya son casi 30 personas las que se han unido a este grupo y cada vez se van sumando más. Andrés Cardenete es uno de los voluntarios que comenzaron esta iniciativa. Ya son casi 30 personas las que se han unido a este grupo y cada vez se van sumando más. So, was haben wir denn? Das war sehr viel Erklärung. Ich lieb's einfach, Grammatik zu erklären, ein paar Tipps zu geben. Und wie gesagt, es ist extrem schwierig. Ich erwarte nicht, dass das überhaupt jemand von euch versteht. Was ich toll finden würde, was mein Ziel ist, dass ihr es 2 bis 3 Punkte besser versteht. Sagen wir mal, ihr wart am Anfang vielleicht so gut wie gar nichts verstanden. Ihr wart vielleicht auf 2 und jetzt seid ihr bis auf 4 rauf. Oder ihr wart auf 3 und seid bis auf 5 rauf. Das fände ich schon Wahnsinn. Das wäre Wahnsinn, weil das ist wirklich das aller Schwierigste, was jemals auf euch zukommen könnte. Ich überlege gerade, was schwieriger sein könnte. Literatur aus dem Mittelalter, aber das wäre ja dann auch geschrieben. Das macht es ja dadurch wieder leichter, weil es geschrieben ist. Also vom gesprochenen Spanisch ist das hier das Allerschwerste, was es gibt, was wir üben, womit wir arbeiten und mal gucken, wie wir das so bewältigen. Ich fand es sehr aktuell und mir ging es auch um euren Wortschatz, dass wir uns solche Wörter angucken wie incendio, sofocar, vom Löschen des Feuers sprechen, dass wir ein bisschen Geografie mit reinbringen, dass es ein anderes Wort für Ortschaft gibt, was Localidad ist, man kann auch Lugar sagen, es muss nicht immer Ciudad sein. Es gibt Municipio, was eine Gemeinde ist. Und unser Bundesland ist die Comunidad, Comunidad Autónoma. Und der Gebrauch des Gerundiums, die Freiheit, dass hier plötzlich ein Imperfekt war. Und als Neuheit, wir hatten Passiv. Also ich möchte mich fast bei euch entschuldigen für das Niveau, für das Sprachniveau. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich euch sowas antue. Aber ihr wisst jetzt, es kann nicht schlimmer werden. Ihr habt ein aktuelles Thema gehört. Und wenn ihr wisst, dass es nicht schlimmer werden kann, gibt es das ja auch. Es gibt ja auch so eine gewisse Beruhigung. Ich hoffe, dass es diesen Effekt bei euch haben wird. Es kann nicht schlimmer werden. Wir hören uns das jetzt nochmal an, mit dem Wissen, mit den Untertiteln. Und ich möchte eigentlich sogar das einmal jetzt völlig mit Untertiteln laufen lassen, kleine Unterbrechungen, und danach ganz brutal ohne Untertitel, weil mich eure Punkte interessieren. So, seid ihr damit einverstanden, dass wir das so machen? Und wenn ihr nach diesem Video die Nase voll habt, kann ich das verstehen. Wenn ihr aber möchtet, dass ich weiterhin Radioausschnitte untersuche mit euch, sagt mir bitte in den Kommentaren Bescheid. Ihr könnt mir auch ein Like geben, ihr könnt abonnieren. Lasst mich wissen, wie das so bei euch ankommt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Son las 7, las 6 en Canarias.
La localidad avilesa de Cebreros continúa en vilo por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas. El incendio se ha desatado con gran virulencia y avanza ladera arriba. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Más de una decena de medios aéreos de tres comunidades distintas se encuentran trabajando en la zona. ¿Cómo viven los vecinos este avance del fuego? Pues imagínate, con total incertidumbre. Es lo que nos cuenta en COPE Hugo. Es el dueño de uno de los bares del municipio y denunciaba una mayor coordinación para sofocar el fuego. También seguimos pendientes de los fuegos de Galicia o Andalucía. En esta última comunidad, el fuego de la Sierra de Mijas continúa avanzando sin control. Un incendio que ya ha calcinado cerca de 2.000 hectáreas y que está provocando daños directos a los animales que viven en la zona. Para ello, algunos voluntarios han organizado grupos en los que se unen para buscar ayuda y donativos, tanto animales silvestres como ganados. Andrés Cardenete es uno de los voluntarios que comenzaron esta iniciativa. Ya son casi 30 personas las que se han unido a este grupo y cada vez se van sumando más. Son las 7, las 6 en Canarias. La localidad avilesa de Cebreros continúa en vilo por el fuego que lleva extendiéndose desde las últimas horas. El incendio se ha desatado con gran virulencia y avanza ladera arriba. Se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. Además, ya afecta a varias carreteras del lugar que han tenido que ser cortadas. Más de una decena de medios aéreos de tres comunidades distintas se encuentran trabajando en la zona. ¿Cómo viven los vecinos este avance del fuego? Pues imagínate, con total incertidumbre. Es lo que nos cuenta en COPE Hugo. Es el dueño de uno de los bares del municipio y denunciaba una mayor coordinación para sofocar el fuego. También seguimos pendientes de los fuegos de Galicia o Andalucía. En esta última comunidad, el fuego de la Sierra de Mijas continúa avanzando sin control. Un incendio que ya ha calcinado cerca de 2.000 hectáreas y que está provocando daños directos a los animales que viven en la zona. Para ello, algunos voluntarios han organizado grupos en los que se unen para buscar ayuda y donativos, tanto animales silvestres como ganados. Andrés Cardenete es uno de los voluntarios que comenzaron esta iniciativa. Ya son casi 30 personas las que se han unido a este grupo y cada vez se van sumando más.